An der Küste kann man super gut Wale und Delfine beobachten, erzählt Philipp weiter. Es gibt da einen Ort, der heißt Walfish Bay, Walfischbucht. Cool, schwärmt Billy. Ich liebe Wale und Delfine. Ich auch. Ich auch, Philipp grinst. Ich will später mal Meeresbiologe werden. Leider klingt es genau in diesem Moment, klingelt es. Vielen Dank, Philipp, sagt Herr Albers. Das war sehr interessant. Wenn du möchtest, kannst du uns in einer der nächsten Stunden vielleicht noch mehr erzählen. Klar, erwidert Philipp, ich kann auch ein paar Fotos mitbringen. Herr Alberts macht sich eine Notiz und nickt. Wunderbar, ich komme bestimmt auf dein Angebot zurück. Herr Albers teilt Conny und Anna für den Kartendienst ein. Mit vereinten Kräften rollen sie die Afrika-Karte auf und bringen sie zurück ins Kartenraum. Ins Kartenzimmer wollte ich sagen, aber da steht zurück in den Kartenraum. Anna seufzt, als sie die Rolle in ein freies Fach schieben. Warst du eigentlich schon mal verliebt? Anna seufzt, als sie die Rolle in ein freies Fach schieben. Warst du eigentlich schon mal verliebt? Fragt sie, ohne Conny anzusehen. Ich meine, so richtig. Ui. Wie richtig, will Conny fragen. Kann man sich etwa auch falsch verlieben? Klar, Paul fällt ihr ein und das ist sie der Liebe mal mit einem Liebestrang von Frau Sandulescu nachhelfen wollte. Aber das ist schon ewig her. Nein, erwiderte sie zögernd, nicht so richtig, glaube ich. Anna seufzt noch einmal. Es hört sich ziemlich albern an, findet Conny. Warum fragst du? Ach, nur so. Anna dreht sich um. Sie gehen zurück in den leeren Klassenraum und holen ihre Rucksäcke. Bist du mit dem Fahrrad da? Ja, Logo, ich auch. Sagt Anna zum Glück, ohne zu seufzen. Wir können ja ein Stück zusammen fahren. Auf dem Weg zu den Fahrradständern meint sie, das war echt cool, oder? Das Referat über Namibia, meine ich. Conny nickt. Ja, Philipp kann echt gut reden. Ich wünschte, ich wäre auch so locker. Mir wird ja schon ganz anders, wenn ich nur mal an die Tafel muss. Anna lacht, aber dann bleibt sie plötzlich stehen. Oh, murmelt sie, ich fürchte, wir haben ein kleines Problem. Conny folgt Annas Blick. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Ist doch nur ein Platten, versucht Anna, sie zu beruhigen. Aber Conny achtet nicht auf sie. Sie kniet schon neben ihrem Rad. Der Hinterreifen ist vollkommen glatt. Wie kann das denn passieren, jammert sie. Heute Morgen war noch alles okay. Vielleicht bist du über einen spitzen Stein gefahren, meint Anna. Oder über einen Nagel. Quatsch, das hätte ich doch gemerkt, erwidert Conny ärgerlich. Nein, als ich mein Rad heute früh in den Ständer geschoben habe, war noch alles in Ordnung. Sie untersucht den Reifen. Er ist rundherum unbeschädigt. Zumindest kann Conny kein Loch entdecken. Anna kniet sich neben Conny. Das ist aber wirklich merkwürdig, sagt sie nachdenklich. Einfach so aus heiterem Himmel wird doch kein Reifen platt. Conny schüttelt den Kopf. Nee, von allein bestimmt nicht. Eine Stimme lässt sie herumfahren. Braucht ihr Hilfe? Anna dreht den Kopf so schnell herum, dass sie sich an Connys Bremshebel stößt. Aua, schimpft sie und reibt sich die Stirn. Dann strahlt sie plötzlich und ruft: Hallo Philipp, dich schickt ja der Himmel. Sag mal, hast du zufällig eine Luftpumpe mit?
Conny glaubt nicht richtig zu hören. Der Himmel? Eine Luftpumpe? Sie hat selbst eine. Und warum strahlt Anna plötzlich so blöd? Vielen Dank. Die Anna ist halt verliebt in den Philipp, ganz doll, richtig, das kenne ich. Zischt Conny, vielen Dank in Philipps Richtung, aber ich komme schon klar, es ist schließlich nur ein Platte, setzt sie mit einem spöttischen Seitenblick auf Anna hinzu. Philipp mustert den Reifen, soll ich ihn dir aufpumpen? Nein, danke. Conny schüttelt den Kopf und zieht schon ihre Luftpumpe aus dem Halterung. Echt nicht, sagt sie. Reifen aufpumpen können Mädchen auch. Stell dir vor. Na dann. Philipp geht zu seinem Rad. Er steht in einer anderen Reihe des Unterstands. Tschüss, bis morgen. Er winkt lässig und rollt quer über den Schulhof davon. Bist du total blöd? Faucht Anna Conny an. Das wollte ich dich gerade fragen, zischt Conny zurück. Während sie pumpt, prüft sie mit dem Daumen den Reifendruck. Wenigstens scheint der Schlauch heil zu sein. Der Reifen hält die Luft. Er wird zusehen praller. Also, ich hätte Philipps Angebot bestimmt nicht ausgeschlagen, schnappt Anna. Wann passiert es schon mal, dass einem ein Junge freiwillig hilft? Wie ich schon sagte, knurrt Conny, ich kann einen Reifen sehr gut allein aufpumpen, obwohl ich ein hilfloses Mädchen bin, fügt sie grimmig hinzu. Anna macht ein beleidigtes Gesicht. Nach einer Weile hört sie etwas Versöhnliches. Glaubst du eigentlich, jemand hat mir mit Absicht die Luft rausgelassen? Conny wischt sich einen Schweißtropfen von der Stirn und schiebt die Luftpumpe zurück in den Halter. Wahrscheinlich schon, meint sie. Es gibt genug Idioten, die sowas witzig finden. Aber wer? Fragt Anna. Und vor allem, warum? Woher soll ich das wissen? Conny schwingt sich in den Sattel und tritt in die Pedale. Wie du vielleicht bemerkt hast, stand kein Name dabei. Und jetzt lass uns endlich fahren, bis nach Hause wird die Luft hoffentlich reichen. Er will Meeresbiologe werden. Ist das nicht süß? Schwärmt Billy am Nachmittag. Das heißt, er mag Fische, genau wie ich. So ein Zufall. Conny verdreht die Augen. Sie fragt sich, was an Meeresbiologe süß sein soll. Interessant, ja, aber süß. Außerdem sind Wale und Delfine keine Fische, sondern Säugetiere. Das sollte Billy eigentlich wissen. Weil sie Billy nicht ärgern will, macht sie trotzdem ein freundliches Gesicht. Brummt sie wenig überzeugend. Habt ihr schon mal einen Blick in seine Augen geworfen? Jetzt fangt die auch noch an. Die arme Conny. Dina wischt sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Ach, die Dina, die Billy und die Anna, alle schwärmen wird's von ihm. Total braun sind die, wie Schokoladentaler. Conny runzelt die Stirn. Sie hat sich eigentlich nicht mit den Freundinnen getroffen, um den ganzen Nachmittag von Graf Philipp zu schwärmen. Fehlt nur noch Anna mit ihren Geschmachte und Geseufze. Wie auf Bestellung kommt Anna um die Ecke. Hallo, ruft sie schon von Weitem. Die Mädchen sitzen an einem kleinen Tisch in der Pizzeria Ferdi. Herr Ferdi, Billys Vater, hat ihnen kalten Orangensaft gebracht. Jetzt stellt Billys Mutter einen geflochtenen Korb mit
italienischem Weißbrot dazu. Es ist noch ofenwarm und duftet verführerisch nach Kräuter und Knoblauch. Conny hebt schnuppernd die Nase. Sie liebt den Geruch von frisch gebackenem Brot. Buon appetito, sagt Billys Mutter lächelnd und verschwindet wieder in der Küche. Die Pizzeria ist noch leer, der große Andrang kommt erst gegen Abend. Trotzdem muss in dem Restaurantküche schon alles vorbereitet werden. Anna nimmt einen großen Schluck O-Saft und lässt sich neben Conny auf die schmale Eckbank fallen. Worüber redet ihr? Erkundigt sie sich. Nicht worüber, sondern über wem? Wen? Verbessert Dina die Freundin. Über den Neuen natürlich, Billy grinst. Über wen sonst? Oh, oh je. Sind alle in den verliebt? Das kann ja was geben.